Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge haben wir ewig nach dieser blöden dritten Rune gesucht und wir haben sie dann auch gefunden. Ich war schon kurz vor Aufgeben. Aber jetzt haben wir jetzt zum Glück... Mich hätte es dann bloß wieder gestört, wenn ich es jetzt ausgelassen hätte, weil dann hätte ich den Weg hier irgendwann wieder mal her müssen, dass ich diese blöde Rune finde. Aber jetzt haben wir sie, Gott sei Dank. Gut, ich mache das Bildmachgerät an und wir gehen hier weiter an dem Level. So, es geht nämlich dort hinten weiter. Dann mach doch mal. Du bist ja schon da. Alles gut, mein Sohn. So, da haben wir auch Leben. Wir brauchen aber kein Leben. Wir sind voll. Der Gipfel. Dein Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir. Kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Schaut das geil aus mit dem Schnee. Man sieht auch die Spuren. Richtig geil, richtig nice. Okay, dann schauen wir doch mal hier. Wir müssen was looten. Auch wieder Leben brauchen wir nicht. Dann mal los. Erstmal die Kleinen hier weg. Okay, da oben kommt noch mehr. Alles klar. Hinter uns ist alles frei. Sehr schön. Oh, schaut das geil aus. Sehen wir es auf der Karte, wo wir gerade sind? Okay. Laden. Okay. Noch ganz schön Nebenmissionen zu erfüllen. Okay, hier ist... Okay, hier können wir nichts machen. Dann müssen wir hier hochsteigen. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still.
der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst. Nicht schon wieder, ey. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur. Und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns ein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Sind wir wirklich, nicht wahr? Baldur. Baldur, einer der Asen, Odins Sohn, Thors Bruder. Er kam zu unserem Hause, kämpfte gegen Vater und wurde von ihm getötet, dachten wir. Angeblich spürt er keinen Schmerz. Jetzt jagt er uns mit seinen Neffen. Aber wir wissen nicht warum. Okay. Euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel. Jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Hab ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Okay. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot.
Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Ach gut. Im Inneren des Berges, abgeschlossen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Jetzt haben wir Mimirs Kopf hier am Gürtel hängen. Hier gibt's aber nichts mehr, oder? Hier gibt's so eine Kiste. Oh, hier geht's schon wieder runter. Das Schild der Schatten. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war weit bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Ich weiß nicht, sollen wir nach Jötunheim jetzt schon, oder? Oder komm, wir gehen mal da hoch, ob wir da reingehen können. Na, hier geht gar nichts. Okay. Dann müssen wir da runter. Ja, hier können sie noch nicht hinreisen. Alles klar. Und hier ist so eine Art Artefakt wahrscheinlich wieder, wo wir dann zu unserem Händler kommen, oder?
Gipfel. Benjamin. Broxladen. Wir müssen dann da runter, also zu Broxladen. Alles klar. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Ja, wissen wir überhaupt hin? Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte. Meine Art. Ich meine, deiner Familie, von Mutter und mir, woher wir kommen, deine Mutter, dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Wir springen. Wirklich? Er sagt ihm aber auch nicht, wie er wirklich ist. Blöde Idee! Bin gespannt, wann er ihm das sagen wird. Hä? Ach, da ist es wohl jetzt. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach, ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Was wollt ihr sonst noch von mir? Hm? Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich habe wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Krebs. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Dann bis später. Okay. Dann müssen wir mal zur Hexe. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden.
zurück zur Hexenhöhle. Boote sind hier unten. Also Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Hat die da? Okay. Magst du noch eine Geschichte erzählen? Kann nicht schlimmer sein als die letzte. Na schön. Da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen. Einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinen Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch. Und okay. Das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Okay, dann sind wir schon in der Hexenhöhle. Schauen wir mal, ob die Mumie beleben kann. Ah, da können wir jetzt auch die Kisten suchen. Ah, jetzt. Hier waren wir schon mal. Und kommen wir ja nicht weiter, weil wir hier nicht rein konnten. Aber jetzt können wir rein. Ja, und hier ist das Portal. Ich weiß, sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Klingt gut. Kannst ihn verfüttern. Verfüttern. Also was ist denn das überhaupt für ein Ding hier? Und jetzt ist die Tür weg. Die Schildkröte der Hexe ist wohl aufgestanden. Wie kommen wir also wieder rauf? Komm nochmal hierher. Zur Oberfläche kommt, wenn die Schildkröte steht. Such weiter. Mich würde halt mal interessieren, wie ich dann da drüber komme. Was ist für grüne Dinge, sind wir nochmal interessieren. Vielleicht gibt es einen Weg, den wir vorher nicht nehmen konnten. Aber jetzt. Kackhexe. Ganz kurz.
So, wieder da. Das Bild macht Krieg gar nicht an. Jetzt. Hey, damit kann man nicht nur die Muspelhelm ruhen, es birgt auch die Weltenruhe. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? Nein, wir reisen jetzt erstmal zur Hexe, wenn es geht. Ich wette, hier geht's raus. Aber hier geht's hoch. Da ist eine Rune. Oh, warte mal. Was ist denn die Kiste dafür? Ich hab die Kiste noch gar nicht gesehen. Ach, die war hier unten, die Kiste. Genau. Okay. Dann schauen wir doch da mal hoch. Kommen wir jetzt gar nicht hoch, oder? Ah, doch, da. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Ah, hier brauchen wir wieder so ein Kristall. Oh ja, da ist einer. Gebet an Frick. Gelobt sei Frick, freigebige Frick, die der Welt ihr hellstes Licht schenkte, den jungen Baldur strahlender Gott, stolz der Asen, Odins Sohn und Erbe von Asgard. Lange möge sie ihn beschützen, lange möge er uns beschützen. Gelobt sei Baldur der Goldene, gelobt sei Frick von allen geliebt. Gelobt sei Alvatar Odin, es scheint, als wäre niemand, der sein Vertrauen in den Asen legte, noch unter uns. Okay, den Ball. Achso, hier gibt's jetzt nicht mehr, oder wie? Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Hier ist das Hexenhaus. Oh!
Was steht da? Ja, Vater! Seyther Niedings über jeden Eindringling. Okay. Vater, sie ist hier! Es ist so schön, dich wiederzusehen! Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her, sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt! Er hat nämlich seinem Sohn auch nichts gesagt, dass er eigentlich ein Gott ist. Gern geschehen. Was sollte das denn? Wir können dir nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre, urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Oh, du bringst mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt. Man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Ist der nicht schwer? Doch. Ist offenbar nicht schwer. Die haben wir schon gelootet, aber warum kann ich die Kiste denn da hinten hinschieben?
Ist denn da noch was? So, wir bräuchten jetzt noch ein Siegel. Boah, das kriegen wir auch wieder nicht auf. Alles klar. Können wir jetzt das hier zerstören? So, jetzt brauchen wir noch ein Siegel. Ich möchte aber mal probieren, ob wir dort hinten. Uns fehlt aber jetzt noch eine Rune. Gehen wir mal da hoch, vielleicht ist da hinten noch was. Ah, hier ist bloß der Ausgang, aber da ist die Rune. Können wir die Rune runen? Zwei gleich. Junge, hierher. Ja. Noch eine Karte. Hilfe.
Na, jetzt holen wir uns mal die Kiste. Was sind denn das für komische Dinger? Das würde mich echt mal interessieren. Sehr schön. Der Rage Balken auch wieder ein bisschen hoch. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.